Ich will gar nicht zum Bossgegner gehen, wenn wir so geile Sachen kriegen. Irgendwie so ein Verteidigungszauber, glaube ich. So, hier kommen wir auch nicht weiter. Dann würde ich versuchen, erstmal die Prio jetzt nochmal auf die Questerfüllung zu legen. Einmal nochmal geknupft. Was ist denn hier los? So, komisches Püppchen. Kann weg. Eigentlich war ich schon weg, aber... Ja, warum diskutiere ich überhaupt mit dem Spiel? Hallo, warum kann ich den nicht treffen? Also warum kriegt der keinen Schaden? Warum kriegt der keinen Schaden? Ist das ein Bug? Da kriege ich keinen Schaden. Ich kann ihn nicht besiegen. Oh, was ist das denn für ein Mist? So, und raus komme ich natürlich auch nicht. Okay, das ist jetzt gerade... Das ist jetzt echt ärgerlich. Also das... das wurmt mich jetzt. Ihr habt alle gesehen, dass ich ihm keinen Schaden machen konnte. Ich habe auf ihn eindreschen können, wie ich wollte. Ich habe die Waffe gewechselt. Ich habe versucht, was ich konnte. Er hat keinen Schaden mehr bekommen. Das ist, ich fühle mich dezent verarscht von diesem Spiel jetzt. So, dann legen wir hier erstmal so ein paar Sachen zum Verkauf aus. Hier. Und. So, das kommt nochmal hier hin. Hier packen wir mal dann die hin und das hier. Das und das. Und hier ist noch Platz, das Gelee nicht. Das hier und das hier. Die Monster-Notizen, die kommen hier hin. Und ja, hey, habe ich mal wieder ein bisschen davon. Okay. Dann können wir den Laden ja mal wieder aufmachen. Kommen sie rein, dann können sie nämlich rauskommen. Ich glaube, den habe ich schon so oft gebracht. So, Heiltränke kann ich keine trinken gerade. Mist, habe ich im Endeffekt einen Heiltrank für Lau ausgegeben. Ist das ärgerlich. Na gut, Geld haben wir mehr als genug. Das ist nicht das Problem. So, ich lege hier mal ein paar Sachen nach. Achso, hier passt noch eins hin. So. Da
Das hätten wir vorhin auch mal wieder stacken können, aber was soll's. Die Nanny kann ruhig auch mal wieder so ein paar Banditen verdreschen. So wie sie das schon mal gemacht hat. Tja, da oben kannst du eh nichts klauen, Kollege. Jawoll! Nanny verprügelt die Kunden. So eine Aushilfskraft habe ich immer gerne bei mir. Ja, ich glaube, das Spiel ist sowieso für den Nintendo Switch eigentlich. Also wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit Bastien gibt es ja sowieso immer alles Mögliche. Aber freut mich, wenn ich dich von dem Spiel begeistern kann. Wie, das ist zu teuer, das ist nicht zu teuer, das ist derselbe Preis, den ihr immer bezahlt habt. Ihr seid einfach nur zu geizig, zu knauserig. Wir haben Weihnachtszeit, da ist die Sache nun mal ein bisschen teurer. Kann ich ja nichts für. Ich sehe doch, dass der Laden läuft. Wenn ihr die Sachen nicht kaufen wollt, dann könnt ihr weggehen. Aber ihr seid nur NPCs, ihr habt keinen Willen. Ihr kommt immer wieder. Diese komischen Aprikosen oder was auch immer das ist. Scheint doch irgendwie ein bisschen zu teuer zu sein. Jetzt machen wir es mal einen kleinen Tacken günstiger. So, der Tag ist um. Alle gehen sie raus. Selbst Truder Langfinger hat nichts mehr mitgehen lassen. War aber auch nichts mehr da. Der Laden war leer gekauft. Ja, 600.000 ist okay. Dann machen wir doch gleich nochmal eben... Ganz ehrlich, ich kann mal hier zack, zack, nimm die Klamotten mal mit und mach mir gleich mal ein paar mehr Heiltränke. Ich habe jetzt keine Lust, da wegen jedem Heiltrank immer separat hinzulaufen. Ja, möchte ich wieder trinken? Ja, natürlich. Ich brauche doch meinen Vitamin B. Es hat mehrdeutige Bemerkungen, so ein Vitamin B, aber was soll's. Komm, machen wir mal direkt 5. So, 600.000. Leute haben alle zu. Unkoordinierter, dicker Typ. Weiß gar nicht, wo er hinlaufen soll. So, damit wir das natürlich jetzt nicht unser Inventar zumüllen. Jetzt wollte ich schon wieder... rüberpacken. So. Tada! Ich bin echt am Überlegen. Ich glaube, für den Boss können wir sogar rein theoretisch besser das Ding hier mitnehmen. Ich überlege jetzt nur, ob ich den... Wobei, nee. Ich tausche den Bogen aus. Dann lasse ich den Bogen diesmal hier. Ja, wir können ja... Ach, nicht Schmied. Ja, das wollte ich auch nicht. Zack. Schild. Ja, wenn wir angegriffen werden, einfach Schild. Zack. Ich glaube, das kommt ein bisschen besser.
So, 6 Monsternotizen haben wir schon. 4 fehlen uns noch. Auf dem Weg nach unten sollten wir doch 4 von den Viechern nochmal begegnen. Da gehe ich doch mal von aus. So, auf wie geht's. So, und runter da. Oh nein, nicht der Blob. Sogar 2 von denen und ich habe sie trotzdem erledigt. Ha! So, das war's. Eine Truhe gibt's oben drauf. Boah, geil. Sind das tolle Sachen drin. Ah, das sieht schon besser aus hier. Da geht's nochmal wieder ins Tech Dungeon. Gucken wir nochmal rein. Jo, Disco, Disco, Party, Party. We love Disco-Quallen. Disco, Disco, Disco-Quallen. We love Disco-Quallen. Oh Gott, ey. Das war jetzt wirklich dumm. So, weiter geht's nicht. Das ist schon mal gut. Also auf Ebene 1 haben wir schon mal keine von den Quadranten gefunden. Und ich hoffe mal, dass wir für den nächsten Stream wieder die besseren Einstellungen haben. Und nicht nur das, sondern auch wirklich, dass unser Neujahrsstream am 1.1. auch starten kann. Wir wollen ja schließlich alle mit Mist ins neue Jahr starten. Oh, direkt der Pool, das ist gut. So fies. So, eine Notiz haben wir bekommen. Flureffektzerstörer, sehr gut. Dann nehmen wir doch mal hier die Löteisen. Und noch ein Flureffektzerstörer. So. So ist das. Oh, wir haben den Bogen mitgenommen. Ich hegel. Haben wieder einen Inventarplatz verschenkt. Gut. Ein Autogramm, das machen wir dann später. So, der ist so Asche zerfallen. Was haben wir hier noch Schönes drin? Ja, ja, okay. Dann das weg und das weg. Das mit, das mit. Was können wir denn noch wegmachen? Machen wir nochmal hier die komischen Kerne. Die haben mir eh nichts gebracht. Das kann nur besser werden. So, da haben wir schon Ebene 3. Mehr.
So, dann kommt die dritte Ebene. Ich hoffe, wir kommen schnell durch. Zwei Würfel würde ich gerne noch mitnehmen. Weiß gar nicht, wie lange haben wir noch überhaupt Zeit? Ja, zwei Tage hätten wir rein theoretisch. Ach, Herr Jemini, was ist denn hier los? Ah! Invasion der Schleime! So. Eine Goldruhe. Fluchzerstörer. Fluchzerstörer ist immer gut. Machen wir das mal so. Es wird direkt nach Hause geschickt. Machen wir das damit. Das wird direkt nach Hause geschickt. Dann machen wir das so. Und davon ein Flugzerstörer, dann nehmen wir das hier. Trotzdem habe ich noch zu viel Kappes. Das können wir stacken. Dann können wir die Sachen mitnehmen. Sehr gut. Der Pool, das ist auch gut. Wir haben noch 5 Tränke. Tanzmariechen, das kommt mal weg, damit die Puppe endlich mal besiegt werden kann. Aber diesmal nicht wieder so ein Bug wie vorher. So, und ich versuche mal jetzt keinen Trank mehr zu verbraten. Auch. Geht's eh nicht mehr weiter. Es ist übrigens nie gut, wenn man zu lange in einem solchen Dungeon drin bleibt. Dann bekommt man nämlich immer Besuch. Ja, wir nehmen einfach mal noch ein paar mehr Sachen mit, als wir eigentlich brauchen. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, da werden wieder Sachen nach Hause geschickt. Das kann mal direkt weg. Wenn ich Sachen nach Hause schicken kann, dann würde ich sagen, machen wir direkt hier mal mit den Notizen. Dann sind die schon mal weg und so ein 10er-Stack Büstenstahlplatten. Können wir zusammenlegen. Das hier geht, das hier geht. Machen wir mal so. Noch mehr stacken geht, glaube ich, gerade nicht, ne? Wir könnten hier die Kaltlavasteine stacken, wenn die nicht noch verflucht wären, aber ja, was soll's. Ein bisschen roten Schleim mitnehmen, den können wir auch immer gebrauchen. Ein bisschen Heilwasser inhalieren. Und da ist der Weg zum Boss. Den wir auch wieder probieren werden. Ich will noch mal eben was austesten. Au, das nicht. Das auch nicht. Ah. Komm, setz deinen Feuerball ein. Ich will ihn abwehren. Ha. Es klappt. Oh, wir haben mal eine Truhe, habe ich ja gesehen. So, der Gegenstand geht kaputt, das heißt, den können wir direkt in die Tonne schmeißen und hier das Ding auch. Mit den Kaputt-Dingern, da kann ich eh nichts mit anfangen. Die
Die roten Schleime, die hebe ich mal auf. Nicht, weil die so wertvoll sind, sondern einfach, weil wir die mal wieder so ein bisschen auf Flasche nehmen können dann. Okay, auf ein neues. Gucken, ob wir dieses Mal den Pillewurm besiegen können. Mit etwas weniger Lebensenergie. Au! Warum kriege ich eigentlich trotzdem Schaden ab? Okay. Ersten haben wir. Warum nicht? Eieiei. Okay, mein Plan ist nicht ganz so aufgegangen mit dem. Wenigstens das hat funktioniert. Mit dem. Komm, lass uns mal verteidigen, dann wird das schon was. Ja. Mal wieder ausgeschnoddert. Also der Wurm, der ist bisher der schwierigste Gegner, den wir hatten. Muss man so sagen. So, die Sachen, die wir hier gesammelt haben, die können hier schon mal drauf. Viele sind nicht. Ein Tischchen voll. Dann würde ich nämlich auch sagen, dann nehme ich wieder den Bogen mit. Ja, schöner Mist. So, die Notizen packen wir erstmal hier rein. Die anderen Sachen kommen noch auf den Tisch. Beziehungsweise hier, das kommt hier hin, das kommt hier hin. Und das packen wir dann hier hin. Ich werde den Laden für die paar Sachen jetzt nicht aufmachen. Erstmal das hinsetzen. Können wir hier nicht was machen? Kommen 5 Tagen zurück. Wie immer. Der ist immer so schwer beschäftigt. Ich stehe den ganzen Tag am Marktplatz, aber ist immer so schwer beschäftigt. So, einen können wir nämlich hier noch einsetzen. Den anderen muss ich eben kurz mal wegpacken. So,
So, während des Kampfes können wir eh nicht ins Inventar. Das heißt, mehr Tränke mitnehmen macht auch keinen Sinn. Ich kann höchstens noch mal gucken, ob ich irgendwas bei hier Mona Lisa verzaubern lassen kann. Ja, rein theoretisch mein Schwert, aber das kann ich verzaubern lassen, damit der Feuerschaden weggeht. Das macht ganz viel Sinn. Und das kann ich verzaubern lassen, um gleich viel Schaden zu machen. Deck den Wüsten-Dungeon auf der Karte auf. Ich überlege nur gerade, ob das oder das hier besser ist. Also nachts sind die Sachen, glaube ich, ein bisschen günstiger. Glühwürmchen geleiten den Nutzer zur nächsten Ebene des Wüsten-Dungeons. Deck den Wüsten-Dungeon auf der Karte auf. Ist das dann aber nur eine Ebene oder ist das dann generell, komm, weißt du was? Ich mach das jetzt einfach so. Die habe ich jetzt dabei, ne? Dann renne ich nämlich jetzt nochmal zum Boss. Ich hoffe, ich komme dann. Also wir lassen da jetzt mal die Monster sein. Nutzen dann die Tränke und versuchen so wenig wie möglich an Schaden aufzunehmen, dass wir dann mit voller Rüstung und Gesundheit und Schilden und was auch immer alles reingehen. Und dann sollte der liegen. So, wir müssen hier lang. Dann runter. Na toll. Die nehmen wir mit. Wenn wir schon mal die Sachen haben, dann können wir auch eben... Na toll. Ebene 1 geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Das ist gut. Auf zu Ebene 2. Auch hier kein Schaden genommen. Was ist denn los? Es läuft. Irgendwie, aber es läuft. Okay, der hat mich jetzt ein bisschen getroffen. Und auf zum letzten Dungeon. Okay, können wir nicht mehr aufheben. Also das mit der... Mehr Gesundheit, das hat ja jetzt leider nicht mehr geklappt. So, schon wieder Blureffekt-Zerstörer. Dann nehmen wir das und direkt nach Hause schicken. Hat schon. Oh, wir können ja mal die Tränke nehmen, aber. Ah, ich warte noch mit dem Ausrüsten.
Kann ich den mal direkt nach Hause schicken? Nicht mal hier die Dinger. So, muss man eben hier umdisponieren. Boxen. Klappt wie immer sehr gut. Schon wieder ein Flugzerstörer, dann nehmen wir das hier. Na komm schon. Der wird zu dem Gegenstand hier. Den komischen Staub können wir wegmachen. Achso, wir brauchen gar nicht mehr wegmachen. Moment. Und dann hoffe ich mal, dass wir es dieses Mal gewuppt kriegen. Komm mal hier. Komm her. Ein paar Wüstenstahlplatten. Den kann ich das Zeug kann ich nicht mehr mitnehmen. Das wird dazu, das wird dazu, das wird dazu und das geht direkt nach Hause. So. Dann packen wir das wieder dahin. Diese Notizen brauche ich so gesehen auch nicht mehr. Weg. Das. Und gibt es irgendwas, was ich noch einmal tauschen möchte? Drei. Da machen wir die dazu. Und der kann weg. So, ich würde am liebsten jetzt einmal speichern und dann so oft probieren, bis man es schafft. So, jetzt diesmal aufpassen, dass ich nicht wieder in irgendwelche Grütze reinlaufe. Und ganz wichtig, die ausrüsten. Packen wir mal hier oben hin, einfach nur, weil wir nur Platz jetzt haben. Puh. Auf geht's. Ich will nicht!
Ha, das ist auch weg. Wir hatten noch eine Platte. Ja, komm schon! Yeah! Oh yeah. Ah. Oh, voll geil. Ciao mit V. Ha! Ja, wir haben es geschafft. Geil. Also einfach draufhauen. Rohe Gewalt hilft immer. Wir hätten noch zwei Tränke übrig gehabt. Also diesmal lief es ganz gut eigentlich. Die Frage ist nur... Das können wir noch stapeln. Das können wir auch stapeln. Was machen wir mit dem Rest? Hier haben wir eins von... Komm, ich mach die Dinger, mache ich weg. Dann packen wir die hier hin. Hallo? So. Dann nehme ich dafür die Wüstenstahlbarren. Hiervon habe ich ein einziges. Das tue ich weg. Dafür nehme ich die Naya-Notizen. Feuergelee-Schleim, den kann ich auch wegtun. Dann kommt das dahin. 4200, der genauso, der kostet 4000. Starker Levitationskern, den werde ich sicherlich nicht wegtun. Was dahinter ist, weiß ich gar nicht. Der kostet 5000. Aber da habe ich nur einen von, ganz ehrlich, dann kann der auch weg. Den kann ich damit stacken, dann habe ich das. Eine Sache brauche ich noch. Der ist ein bisschen wertvoller. Wie teuer ist das? 2,5. Ciao. Dann kann das mit. Alles klar. Ja, wir haben das Wüsten-Dungeon erledigt und kommen dann jetzt ins Tech-Dungeon. So. Das musste nochmal sein. So, der Orangensaft läuft nämlich aus dem Kopf raus. 21 Monster erledigt, das ist nicht viel. Aber wir haben ein paar richtig gute Sachen zum Verkaufen bekommen. Der dritte Schlüssel ist platziert. Natürlich, jetzt kommt erstmal wieder eine Predigt. Ein weiterer Wächter besiegt, ein weiteres Schloss im fünften Tor geöffnet. Du nimmst einfach keine Vernunft an. Was, wenn du das nächste Mal nicht zurückkommst? Ich hab's dir schon so oft gesagt. Lass den Alkohol sein. Ich werde allen sagen, dass ich dich gewarnt habe. Allen werde ich sagen, dass Alkohol nicht gut für junge Leute ist. Es verbaut dir die Zukunft. Aber ich glaube kaum, dass du auf mich hören wirst. Ah ja, wenn man einmal der Abhängigkeit unterliegt, da kommst du nicht so leicht wieder raus. Du solltest das, was du hast, etwas mehr zu schätzen lernen. Dein großartiger Laden schmeißt sich schließlich nicht von alleine. Auch deine Nanny macht das nicht. Auch wenn du sie dafür bezahlen könntest. Am Brett ist übrigens eine neue Erweiterung ausgeschrieben. Wenn du den Laden vergrößerst, kannst du deinen Assistenten einstellen. Das habe ich schon. Was? Oh ja, natürlich. Außerdem wurde der Tech-Dungeon jetzt von der Stadt geöffnet.
Ich will dich ja davor warnen, aber du hörst sowieso nicht auf mich. Also, ich gehe dann. Dieser alte Mann hat heute genug genörgelt. Oh no. Ja, ja, dieser Alkohol. Ja, ja. Der Tech Dungeon. Und wir schauen uns direkt mal am Laden um, was es denn so Schönes gibt. Hier haben wir alles schon freigeschaltet. Wir hätten dann die neue Ladenerweiterung für 250.000. Ganz ehrlich, du stehst auf dem Böse Prachtläden, das wird dir gefallen. Rinokas Major und Emporium. Wieder ganz viele Erfolge freispielen. Natürlich wieder die Schönheit von innen. Und das war die letzte Ladenerweiterung. Du hast dir ein ganz schönes Imperium aufgebaut. Der Laden hat sich kein einziges bisschen vergrößert. Ja, sieht schon, sieht nicht schlecht aus. Aha, hm. Ja klar, hier die Dinge am besten und dann schnappt sich der Dieb hier von da was und haut direkt ab. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Ich kann hier eine Sache an der Wand machen. Zwei. So, hier scheinbar nicht. Drei, vier. Und vier Sachen hier auf dem Tisch platzieren. Okay, das hat sich jetzt so gesehen nicht verändert. Was gibt es hier Neues? Gut, da kann ich wahrscheinlich jetzt neue Sachen. Hier habe ich alles bei dem kaufen. Der ist aber, glaube ich, nachts nicht da. Okay. Dann machen wir es jetzt erstmal folgendermaßen. Ich werde hier erstmal so ein paar Sachen ausstellen. Ach, ich habe hier keinen Platz. Das kommt hier hin. Dafür nehmen wir die Lötlampen weg. Wüstengeschichte 1, die hatte ich ja schon mal. 10.000 war viel zu günstig, also machen wir jetzt mal 25.000. Und Wüstengeschichte 2. Ebenfalls für 25.000. Hier platzieren wir Wüstengeschichte Nummer 3. Für, sagen wir, 25.000. Und starker Levitationskern, den setzen wir mal für 30.000 an. So, hier können die Dinger hin und hier noch so ein paar so einzeln zusammengesucht. Kann ich hier noch was stacken? Ja, hier kommt noch ein bisschen was drauf. Hier kann noch einer drauf. Dann machen wir hier den Rest. Kondensator. So. Damit das auch alles ein bisschen ordentlich ist. Machen wir das auch mal so. Ah, eine neue Kiste. Ich habe ja noch nicht genug. So, wo sind jetzt meine... Da sind die Sachen drin. Okay. Hier ist nichts und hier sind meine... Genau. Für die Quests. Okay. Oh, hier ist auch noch Platz. Dann packen wir das da hin und den einen hier hin. Ich will hier nicht so teure Sachen hinstellen. Wir hauen uns dann erstmal aufs Ohr. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir heute auch die Quest abgeben. Jawohl, das ist heute. Doch bevor wir den Laden aufmachen, muss ich noch mal ein wenig einkaufen. Vier Sachen für die Wand und vier
zum Hinstellen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit großzügiger Kunden plus 10%. Will ich haben. Was haben wir hier? Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange um 10%. Will ich haben. Elektrisches Gerät. Jeder Besucher legt eine Zahl in ein großzügiges Trinkgeld bei. Will ich haben. Und Schockröhre erhöht die Geschwindigkeit der Besucher um 10%. Kriegen die Elektroschocks, wenn die bei uns sind. So. Kannst du hier was? Oh, komm, 4 Tagen wieder. Wie immer. Ui, ui. Was hat er hier? Preis 9000. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt kaufen sollte. Vor allem für so viel Geld. Also 67.500. Wahrscheinlich, wenn wir einfach solche Quests erledigen müssen. Moonlighter. Sag ich jetzt mal. Und die Sache nicht, oder nur uns eine Sache zum Beispiel fehlt. Zum Beispiel den Lötlampen, was wir vorhin hatten. Angenommen, wir hätten nur 4 gefunden und wir bräuchten noch eine. Hätten wir da wahrscheinlich noch eine 5. kaufen können und hätten alles dann zusammen. Also so gesehen hat er schon seinen Nutzen.